Hallihallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Transport Fever. Jawohl, ich habe mal so ja ein bisschen weniger als ein Jahr vergehen lassen, 10 Monate sollten es etwa gewesen sein. Wir sind wieder bei einem Darlehen von 4 Millionen angekommen. Passt ganz gut, denke ich, dann guckt mal hier, wir haben zum Beispiel jetzt auch in dem Jahr trotz ja, Kleinigkeiten hier nur, aber Einnahmen von ca. 2 Millionen gemacht, das ist ziemlich gut. Wenn wir mal hier schauen, hier, das entwickelt sich auch prächtig. Guckt mal, wie viele Leute hier rumstehen. Nach Bremke wollen auch tatsächlich einige. Ich kann gerade mal gucken, ob der inzwischen Gewinn gemacht hat. Ah, noch nicht ganz, aber er ist auf jeden Fall fast aus den Schulden raus, sage ich mal. Hier könnte man natürlich auch mal dann noch hier auf 2 Minuten runtergehen. Dann steht er nicht ganz so lange. Und ansonsten entwickelt sich auch diese Stadt. Ihr seht, die bauen jetzt hier schon langsam irgendwelche Querstraßen und so weiter. Sehr, sehr gut auf jeden Fall, auch durch die Anbindung. Ich meine, hier, das haben die auch hier gemacht. Machen die Städte natürlich auch so, aber wenn sie angebunden sind, funktioniert das Ganze wahrscheinlich nochmal viel besser. So, ich habe dann auch nochmal eine Kleinigkeit gemacht. Ich habe hier den Bahnübergang ersetzt. Sollte jetzt nicht mehr ganz so springen. Jetzt springt eher die Straße, aber das ist ja eher üblich. Also gerade so ein Berg ist jetzt wirklich noch nichts gegen so manchen anderen Bahnübergang, den ich schon gesehen habe. Ich bin mal mit dem Terrain-Tool hier drüber gegangen und habe auch hier den Bahnübergang ersetzt. Das hier gefällt mir noch nicht so gut, aber das ist jetzt auch eher nebensächlich. Habe aber das hier so gelassen, wie es war. Ja, habe ich ja in der letzten Mitfahrt gesagt, dass ich das eigentlich mochte. Aber ansonsten bin ich einmal mit dem Terrain-Tool drüber gegangen, damit das Ganze ein bisschen smoother aussieht. Würde ich mal so beschreiben wollen. So, jetzt haben wir hier eindeutig viele Lebensmittel. Ja, jetzt kommen hier auch viele Wagen, dann müssen wir mal abwarten. Ich denke mal, die können das nicht ganz stemmen, den extra, ja, die extra Lebensmittel, die es da so gibt oder gab für durch die Erweiterung des Lebensmittelzuges. Wo ist denn der eigentlich? Der fährt wahrscheinlich gerade wieder rauf, ne? Nein, er kommt schon wieder. Und er ist auch wieder voll. Okay, er ist nämlich zwischenzeitlich einmal mit 2 Getreide zu wenig gefahren. Da habe ich dann die Wartezeit runtergestellt, weil er hat nämlich, der hier hat nämlich aufgehört zu produzieren in der Zeit. Naja, hier steht auch irgendwas von wegen erhöhe Produktion, um dir eine Verkleinerung zu verhindern. Das verstehe ich nicht so ganz, aber das, bislang klappt das alles noch. Deswegen mache ich mir da noch keine großen Sorgen. Inzwischen schaut mal das Schiff an hier. 43 Passagiere wollen mit dem Schiff fahren. Ja, alles nicht optimal, vor allen Dingen, weil ja nur ein Hafen mit einem Terminal hier möglich ist, beziehungsweise, ne, wir haben es schon mal gezeigt, so ist es einfach ziemlich bescheuert. Vor allen Dingen, wenn das fahrbare Gewässer ja hier aufhört. Also ich weiß nicht, ob die dann noch da durchkommen, wisst ihr? Das könnte man mal ausprobieren in einem Spielstand, also einmal speichern und dann ausprobieren, aber naja, kommt ihr hier aneinander vorbei. Mit denen müssen wir auch mal mitfahren, aber ich habe die Befürchtung, dass das viel zu lange dauert. Wie groß ist denn der Takt? 20 Minuten? Na gut, dann braucht es 10 Minuten, da einmal mitzufahren. Wo sind wir mitgefahren? Wir sind hier mitgefahren. Der hat einen Takt von 30 Minuten. Da haben wir echt so lange. Dann sind wir 15 Minuten gefahren. Krass. Wirklich? Faszinierend. Ja, die passen sogar aneinander vorbei hier. Cool. Also die transportieren nicht viel, aber hin und wieder doch. Und das ist doch ganz cool. So. Na gut, die meisten wollen halt wirklich nicht rauf nach Nedlitz, weil das lohnt sich nicht. Ach ja, ich habe auch schon überlegt, wie gesagt, weitere Waren anzuschließen. Aber das müssen wir mal alles noch sehen. Ich habe auch mal geguckt, ob ich hier irgendwo eine Unterführung hinkriege, aber die braucht ein bisschen mehr Platz, das ist das Problem. Deswegen habe ich das jetzt noch gelassen. So, aber was wir mal machen wollten, war diesen Zug hier abfangen. Wenn der hier rausfährt und leer ist, dass er dann einmal ins Depot fährt und dann werden wir noch einen Wagen dranhängen. Oh, da ist unser Lebensmittelzug angekommen. Ihr seht schon, er ist jetzt fast so lang wie der Bahnhof, das heißt, da können wir nicht mehr viel machen. Aber wie ihr seht, ja, das bezahlt innerhalb von 1-2 Jahren unsere gesamten Schulden. Deswegen fangen wir jetzt an, unser Geld auf den Kopf zu hauen. So. Nochmal gerade gucken.
Hier sieht es auch alles gut aus mit Passagieren. Da auch. Hier stehen halt ein paar, das ist ja normal. Ich habe schon überlegt, auch Geising hier mal anzuschließen. Ich habe mir schon überlegt, wie ich es machen werde. Hier werde ich zum Beispiel den Kopfbahnhof verwenden, obwohl Kettershausen dahinter liegt. Einfach guckt euch mal diese Berge an hier. Auf der Seite in den Berg haue ich definitiv keinen Bahnhof. Ich würde ihn gerne dann hierher machen. Und ja, hier rum und dann muss ich hier über die Straße und dann noch hier rauf. Ich weiß nicht. Was ich nämlich wahrscheinlich dann lieber machen würde, wäre dann hier den Kopfbahnhof und dann hier dann eine Strecke raus und dann hier langsam den Berg rauf. Sodass wir hier wirklich die komplette Länge mitnehmen können. Weil das hier ist doch schon eine Steigung, die der Zug nicht machen kann, soweit ich weiß. Aber das ist auch alles Zukunftsmusik. Das war nur mal so eine Überlegung. Müssen wir mal sehen, weil das ist doch schon relativ bergig hier alles, gerade am Fluss. Nicht wahr? So. Wo waren wir? Genau, wir wollten den Steinzug mal kurz noch aufrüsten, um da ein bisschen mehr Geld zu verdienen, denn jetzt inzwischen müssten wir ja wieder extrem viel mehr Geld verdienen. Ja, hier 1,27 Millionen pro Jahr müsste das ja sein, ne? An Ertrag ist schon nicht übel, ne? Dann würden wir nämlich mit Stein Lupendorf, wir würden da glaube ich nur einen Anhänger dranhängen. Denn wenn wir mal gucken, hier Lupendorf ist ganz gut versorgt. 85%, jetzt ist es nur 74%. Also ein Anhänger mehr sollte da eigentlich genügen. Kriegt ihr das hier oben tatsächlich abtransportiert? Ja, kein Problem. Sehr gut. Ja, der verarbeitet aber echt gut. Da kommt der Steinzug auch auf jeden Fall schon. Dann können wir das mal in Angriff nehmen. Und dann, wie gesagt, bin ich echt versucht, hier noch einiges zu machen. Aber ich bin da immer finanziell ein bisschen vorsichtig. Aber jetzt, wie gesagt, machen wir nochmal was. Wenn der Steinzug dann da ist und wir den im Anhänger verpasst haben. Vor allen Dingen hier mit Liebäugel ich halt extrem, weil mir das so gut gefällt. Aber was ich halt, also was mir noch wichtig ist, ist auf jeden Fall die Waren hier drüben, um damit Nordwalde zu versorgen. Weil guckt mal, wie klein Nordwalde einfach noch ist. Deswegen wäre eine andere Option, auch hier Wittenhagen noch anzuschließen. An Nordwalde, denn auch die beiden sollen ja Partnerstädte werden. Der eine ist eine Arbeitsstadt und die andere eine Einkaufsstadt. Das war ja so ein bisschen der Sinn der Sache. Na, kann man langsam werden. So. Und damit dann die Leute da eben auch hin und her laufen können. Fahren können, nicht laufen. So, jetzt kannst du umdrehen, ne? Genau. Und ins Depot bitte einmal. Züge kaufen, Güter, offener Güterwagen. Wobei ich ja doch versucht bin, einfach zwei zu kaufen, einfach weil es geht. Und dann müssen wir uns wahrscheinlich überlegen, ob wir die Baumaterialien doch wieder noch woanders hin transportieren. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Weil jetzt sind wir ja dann wieder bei 12 mehr. Ne, dann lassen wir es so. Stein. Dann sind wir bei 12 mehr. Das sollte dann ja eigentlich... Das sind ja dann, wie viel Prozent? Das sind ja, wie viele Anhänger gewesen? 6 Stück. Ein siebter kommt dran, also ein Sechstel. Um ein Sechstel wird es dann höher werden alles. Jetzt darfst du umdrehen. Und deswegen denke ich mal, dass das genügt. Und wir werden dann aber auch noch ein Pferdefuhrwerk einsetzen auf die Linie Stein, genau. Die müssen wir mal noch umbenennen, wa? Stadtbahn Halle. Die gucken uns mal eben an, was wir da jetzt bekommen haben. Das sollte auch wieder eine Tram sein, nicht wahr? Die erste elektrische Tram. Ein zweiachsiges elektrisches Tram mit beidseitig offener Plattform der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft Stadtbahn Halle. 27 km/h und 18 Passagiere. Das wäre doch dann was für unsere Großstädte. Oh, guck mal, hier oben fangen sie auch schön an, ein Gitter zu bauen. Doch, die Stadt ist auf jeden Fall, wenn man das mal so anguckt, die ist schon ganz gut gewachsen. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Geising. Wobei, ich weiß nicht, ob die... Bevölkerung 290, wie viel hast du? 268, ja, das ist nicht so viel weniger.
Aber wird schon noch alles werden. So, hier oben liefern wir das ab, ne? Genau. Wahrscheinlich wächst auch hier oben deswegen die Industrie so gut. Ja, 23, 73. Macht immer noch ein kleines bisschen Verlust hier. Die hier macht auch nicht mehr viel Gewinn. Aber hat sie, glaube ich, auch noch nie, ne? Sie hat, glaube ich, auch wirklich nur Gewinn gemacht und das war's. Hatten wir denn auch hier das Warten eingestellt? Ja, aber auch auf 2 Minuten. Okay. Da kommst du nämlich schon. Da bist du doch. Puh, du bist aber voll. Hui. Überraschend, überraschend. Aber gut, ach, das lag jetzt aber auch wahrscheinlich daran, dass wir gerade am Anfang des Jahres sind. So, okay. Stein hatten wir uns angeguckt. Wo bist du? Ah, du fährst gerade noch rauf. Du hast noch nichts transportiert, ne? Ne, gut. Dann haben wir das aber. Und dann würde ich sagen, ja, dann gucken wir mal wieder wegen Zug und, ja, weil wir aktuell nicht gute Busse haben. Sonst hätte ich mal auch einen Fernbus eingerichtet. Wisst ihr was, dann fangen wir hier unten an. Dann bauen wir jetzt hier unten das Schienennetz aus. Wir kümmern uns da die ganze Zeit nur da oben, aber das hier unten muss ich natürlich auch entwickeln. So, Nordwalde bekommt von mir einen Kopfbahnhof. Den würde ich sogar fast hier oben hin machen. Hier ist gerade noch nicht viel, das ist relativ abseits. Dann wird das nämlich nicht allzu zugebaut werden. Dann müssen wir mal schauen, wie viele Gleise der dann später braucht oder bekommt. Sieht nämlich ganz gut aus. So, dann gebe ich euch noch eine kurze Hilfestellung. Ein bisschen näher zum Fluss noch ein Stückchen näher zum Fluss würde ich vorschlagen. Und dann, upsa. Würde ich euch vorschlagen, diese Straße mal anzuschließen. Entfernt aber ihr das bitte. Du gehst auch über den Fluss hier drüber. Das finde ich cool. So. Ja, ich denke mal, hier werden wir eine Bushaltestelle brauchen. Wollen wir hier nochmal einen Bus benutzen einfach, bevor wir hier Tramgleise legen? Ich glaube ja. Wir benutzen hier nochmal einen Bus, weil wir haben ja keine mehr. Ich glaube, ich habe alle ausgetauscht. Böse, böse, wie ich bin. Einfach alle Busse ausgemustert. Ja, dann benutzen wir hier noch eine, um das alles mitzunehmen und dann hier oben eben entsprechend aber auf der anderen Seite. Genau. So, dann haben wir das. Dann müssen wir hier noch ein Depot bauen. Ein Straßenfahrzeugdepot, das bauen wir dann hierher. Und dann bauen wir eben die Linie. Das bleibt bei einer, würde ich sagen, erst einmal. Hupala. Na komm. Wir sind bald schuldenfrei, Leute. Das ist doch super. Was haben wir denn hier unten? Auch Wohngebiet. Ja, für den Moment okay. Für den Moment okay. Wir sind in Nord... Oh. Caps Lock an. Nordwalde. B01. Das Geld hier mal und hoch und runter springt. Okay. Aber wir haben es auf jeden Fall, denke ich mal, über den schwersten Teil geschafft. Na, erstmal zwei. Nordwalde B1. Genau, dann könnt ihr nämlich mal hier schön langfahren. So, ihr seid auch Busse, ne? Dann müssen wir nochmal gerade schauen. Dann bauen wir das doch mal eben auch ein, was wir hier machen wollen. Nordwalde B01. Was bist du? Nordwalde Zentrum? Nein, du bist Nordwalde Bahnhof. So. Dann machst du nämlich auch hier Vollladen einer Fracht und du stehst zumindest eine Minute hier. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, das mache ich gerne so. Okay, auch hier würde ich die 100er Schienen jetzt benutzen. Das ist ja kein Güterzug und nix. Die Güterstrecken möchte ich auf weniger vielleicht ausrichten, aber hier hätte ich schon gerne überall die 100. Müssen wir nur mal gerade wegen den Höhenlinien gucken. Na, hier ist noch relativ flach, aber wenn wir dann gucken, dass wir hier relativ früh rüberkommen, wäre das wahrscheinlich nicht schlecht. Jetzt können wir aber das... Ah, da freue ich mich drauf. Hier den Brückenrampen-Designer verwenden. So, was ist das hier? Rampenlänge.
Einmal fahrbares Gewässer bitte, denn wir wollten ja auch hier einen Zug machen, ein Schiff machen. So, nochmal. Ja, ist ein bisschen lang. Was brauchen wir denn für eine Höhe? 12, ne? So müsste das eigentlich gehen. Machen wir aber vielleicht... Na... Ne, so ist schöner tatsächlich. Machen wir das mal so. Na, und ihr seht, wir haben zumindest fahrbares Gewässer. Und es lässt sich sogar umändern. Das ist total cool. Ja, guckt, ihr könnt das sehen. Holzbrücke, wir können, ach genau, Stahl, Beton. Wir können auch Modbrücken benutzen, wie die. Das sind aber die haben wir eigentlich noch gar nicht verfügbar. Das muss man dazu sagen. Die beiden hier sind das, glaube ich. Mehr habe ich noch nicht installiert. Ja, hier machen wir noch eine Holzbrücke draus. Finde ich okay. Schade, dass hier jetzt Oberleitung drauf ist. Ach so, das ist die Richtung quasi. Cool. Was ist das hier? Steigungsende? Was wäre, würdest du denn anders machen dann? Keine Ahnung. Aber hey, wir haben jetzt hier was stehen und damit kann man arbeiten. Ah, die Brücke kann nur 60. Das ist natürlich dumm. Die Brücke kann 90, die Brücke kann 100. Ja, dann müssen wir ja die Brücke nehmen, würde ich sagen. Das ist natürlich dumm. Ah, die 100 hier hoch schaffen wir eh nicht. Warum machen wir denn hier keine 80er-Strecke draus? Ja, ich hätte es doch mehr drehen sollen. Machen wir es nochmal. Machen wir es nochmal. So, das ist natürlich schade. Man sieht das nicht ganz, wie schnell hier die Brücken sind. Aber dann müssen wir das hier ein bisschen mehr drehen. Ansonsten wird das nichts. Und so ist es eigentlich auch ziemlich gut. Würde ich sagen. Klappt. Machen wir mal so. Dann kriegen wir das mit den 100 vielleicht besser hin. So. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, dass das geht. Also das ist ja auch ein Mod, den ich installiert habe. Und finde ich einen sehr, sehr schönen Mod auch auf jeden Fall. Was war denn das eben mit den 77 da? Hm, keine Ahnung. Nochmal Geld leihen, bitte. Kann ich denn hier auch... Nee, das funktioniert nicht. Oh, was ist das denn? Dann machen wir das anders. Dann ziehen wir dich einfach mal hier raus und fangen an, runter zu gehen. Wobei, ich mach's mal so. Und dann gehen wir so runter. Uah. Upsa, nee. Das hätte ich auch lieber anders. Meine Güte, nicht noch. Das ist ja anstrengend alles hier. Brückenbau ist immer eine schwierige Angelegenheit. So, genau. Du sollst nämlich ganz runter. Das ist gut. Ich hätte aber, wie gesagt, gerne die 100 behalten. Das ginge zum Beispiel so. Und dann müssen wir das halt nur hier noch entsprechend anpassen. Hier bin ich dann ein bisschen zu weit rausgekommen schon. Kommen wir hier so rein? Jawohl. Der Huckel in der Mitte gefällt mir aber nicht. So ein bisschen huckelig darf es sein, aber nicht so sehr. Okay. Das gefällt mir nicht. Geh weg. Fehlversuche sind eh nie schön. So, aber machen wir hier ein bisschen angleichen. Ja, dann ist das doch cool. Dann gefällt mir das. Okay. Puh, wie lange so eine einzelne Brücke braucht, ey. Zumindest mit mir. Muss man dazu sagen. So, Wittenhagen. Hier sollten wir aber eigentlich relativ gut hochkommen. Müssen auch dran denken, dass wir... Ja, wir fangen vielleicht mal hier an. So. Na, hier komme ich auf jeden Fall rum. Das ist gut. Gehen wir nämlich auf jeden Fall hier in die Richtung an dem Food-Fabrikanten vorbei. So, dann machen wir nämlich mal hier eben eine Hauptverbindung weg.
Dann ziehe ich dich hier eben schnell durch. Und dann wird das hier wieder angeschlossen. Dann brauchst du auch nicht meckern. Aber wir haben auch nicht diesen Huckel drin, das mache ich jetzt einfach direkt mal. So. Ja, hier ist schon wieder sowas. Steigungstechnisches irgendwie. So. Da wird's kritisch. Warum gehst du denn jetzt hier wieder hoch? Ja, okay, dann müssen wir jetzt hier ein Stückchen wieder rauf und dann wieder runter. Oh Mann. Was ist denn nur hier los? So. Dann hier runter. So, hier kann ich aber jetzt wieder... Meine Güte, was ist denn hier los? Das ist ja... sehr, sehr hügelig hier auf jeden Fall. So viel kann man sagen. Ja, aber so ist okay. Bisschen kurvig alles, aber das liegt an den Hügeln halt. Aber solange wir die 100 halten... Ein Feld wird entfernt. Ah ja, richtig. Na gut, ein Feld muss dann weg, das ist leider teuer. Der Rest darf gerne bleiben, dann hat man wenigstens was zu gucken. Ja, so würde ich das eigentlich schon gerne machen. Nein, nicht zwei Felder, bitte nicht zwei Felder, nur eins. Möchte ich aber relativ nah dran vorbei, damit wir das auch sehen. So, ja, das könnte ein bisschen... Nee, es geht, okay. Damit wir das auch sehen auf unserer Fahrt. Und dann können wir nämlich hier runter gehen. Und sehen dann nämlich auch hier diesen Food-Fabrikanten. Deswegen sind ja auch Felder in der Nähe. Das ist ganz gut. Ah, hier sind schon wieder so viele. Guck mal. Das habe ich gar nicht gesehen. Wäre man besser außen rum gefahren, ne? Na, versuch mal so ein bisschen außen rum zu fahren. Wird nicht gut funktionieren, aber... Doch, guck mal, ja, hier können wir noch außen rum. Wo kommt denn meine Linie an? Da. Dann versuchen wir doch hier noch ein bisschen außen rum. Dann nehme ich das Stückchen da wieder weg. Dann nehmen wir hier nicht so viel Felder weg. Nur ein paar. Ja, so kostet es halt... Ja, aber so würde ich das gerne machen. Aber die Felder kosten halt doch relativ viel Geld. Das beeinflusst, soweit ich weiß, übrigens überhaupt nicht die Leistung von dem hier. Aber da muss man sich natürlich auch dran anpassen. Und durch die hohen Kosten macht man das ja auch vom Spiel aus schon. Deswegen ist das ganz cool. Ja, aber das hier jetzt so einen komischen Bogen zu machen, fände ich jetzt doof. Deswegen gehe ich hier nochmal weg. Habe ich das so schön gebaut gehabt. Aber naja, so. Okay. Ja. Was machst du denn hier schon wieder hier? So. Naja, das ist mir ein bisschen zu buddelig. Aber so können wir es machen. Jawohl, da haben wir doch die Strecke gebaut. Die ist aber auch lang. Da sollten wir auch auf jeden Fall einen 50er-Zug nehmen. Wenn nicht gar mehr. Hat er das wirklich gesagt? Ja, hat er. Wow. Aber ein Schnellzug von 70 wäre mir schon fast wieder zu schnell. Irgendwie so 60 wäre schön. Das haben wir aber nicht. Naja. Hier unten ist das Depot. Das finde ich nicht so gut. Dann bauen wir hier unten noch eins ran. Moment, ich muss mal gerade gucken, wie breit würdest du werden, wenn ich dir so viele Gleise gebe, wie geht? Ah, kein Problem. Werden wir nie brauchen, das garantiere ich euch. Wir brauchen keinen so riesen Bahnhof hier unten. Obwohl, je nachdem, was ich mir noch so überlege an Fernzügen und so, vielleicht schon. Aber Kopfbahnhöfe brauchen sowieso weniger Gleise als, oder zumindest Endbahnhöfe, sagen wir so. Und Kopfbahnhöfe sind dann doch auch Endbahnhöfe. Oft genug. Und das hier wird auch ein Endbahnhof. Und die brauchen meistens nicht so viel Gleise, weil der Zug ja reinkommt und in die gleiche Richtung wieder rausfährt. Und Durchfahrtsbahnhöfe brauchen immer pro Linie zwei Gleise, deswegen sind die oft größer. Zumindest bei mir in Transport Fever. Ob das in der Realität so ist, weiß ich nicht.
Ich meine, Frankfurt zum Beispiel, Frankfurt Hauptbahnhof, ist auch ein Kopfbahnhof. Ich glaube, die haben auch noch einen anderen Namen. Wie heißen die denn noch? Keine Ahnung. Ach, jetzt habe ich hier die Gleise genommen. Ihr dürft ruhig nur mit, also mit 60 rausfahren, reicht völlig. So. Zack. Auf jeden Fall diese Bahnhöfe. Und in Frankfurt kann man auch durchfahren. Wobei da auch viele Züge anfangen und aufhören. Also es ist, ich bin jetzt nicht regelmäßiger, Bahnhofgänger, aber das ist eine Güterzugdampflokomotive. Eigentlich wäre ja die mal cool, aber ich glaube, die ist ein bisschen zu teuer für diese Linie. Haben wir noch eine andere? Wir haben noch dieses andere 70er, ne? Das ist eine Schnellzugdampflokomotive. Dann werden wir die BR43 und, ach Quatsch, die ist nicht so schnell. Die KEB2 würde ich dann gerne mal kaufen. Boah, das ist teuer, was wir hier machen. 70, ja, was dann die Wagen kosten werden, ne? Weil da müssen wir nämlich auch hier die KEB-Wagen nehmen. 8 oder 10 Passagiere, wie viel wollen wir mal mitnehmen am Anfang? Dritte Klasse. Ja gut, in die dritte Klasse kriegt man mehr Leute rein, ne? Ist klar. Die Dampflokomotiven sind ja relativ laut und stinken. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass man früher erst die dritte Klasse Wagen angehängt hat und dann die höherklassigen, also niedriger, also ihr wisst schon, die besseren, so gesehen. Nehmen wir mal noch einen mit. Dann kaufen wir mal 3 davon und, jetzt wird's doch teuer, 2 davon. 46 Passagiere. Für den Anfang, okay, es ist eine Schnellzuglinie alles in allem, immer noch. So, haben wir hier überhaupt Busse eingesetzt? Nö. Doch, haben wir, klar. Sehr gut. So, dann neue Linie, das ist dann die nächste RB. Hier rauf. RB04. Nordwalde Wittenhaar. Punkt. Gut. Da machen wir die Mitfahrt später und auch hier müssen wir uns dann überlegen, ob wir dann nicht noch hier schnell aufrüsten. Ja, das können wir ohne Kollision, ohne irgendwas machen. Dann machen wir das mal schnell. Nehmen hier die, ja, 100er brauchen wir gar nicht, ne? Würden auch 60er reichen, eigentlich. Aber ist egal. Dann müsste der Zug nicht so früh bremsen. Zack. Jawoll. Wie schaut's denn aus mit unseren Eisenbahnlinien? Jawohl, das sieht so aus, wie ich es mir erhofft hatte. Dann werden wir noch gerade uns den Zug angucken. Der sollte ja jetzt gerade hier aus dem Depot rausfahren. Die klingt aber auch schön. Und macht sehr, sehr viel Dampf und Stinken und überhaupt. Krass auf jeden Fall. So, dich werden wir auf jeden Fall einmal noch drehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das hier ist leider auch sehr unschön. Das muss ich auch mal neu bauen dann. So, und ich drehe ich aber einmal um, damit du schneller dann irgendwo bist. Dann kriegst du natürlich auch noch das Ding und 2 Minuten. So. Ja, guck mal, das ist ja echt nicht schön. Tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Aber mir bleibt keine andere Wahl. Ja, aber eigentlich ist das dumm, wenn das hier... Moment, ich guck mir das gerade mal an. Wie kriegen wir dich denn jetzt hier rein? Krümmung zu groß, Steigung zu groß, Bau nicht möglich. Ja, so bekämen wir dich hier rein. Das sähe aber auch besser aus, oder? Täte es, jawohl, schön.
Okay, dann wären wir aber wieder am Ende der Folge angekommen. Ich krieg's nicht hin. Ich peile eigentlich immer die 25 Minuten an. Das klappt aber absolut nicht. Also mit einer Mitfahrt sowieso nicht. Die hänge ich immer hinter die 25 Minuten dran. Aber das klappt trotzdem überhaupt nicht. Naja, müssen wir mal sehen. Gut, dann schauen wir mal und hoffen mal, dass dieser Zug hier auch ein bisschen Gewinn einfährt nach einer Weile. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge dann wieder. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Tschüss.